Wüssten Sie nicht auch schon mal ganz gerne, was in Ihrer Abwesenheit in Ihrem Büro so passiert? Wer von mir aus in Ihrem Schreibtisch rumwühlt? Wer Ihnen den letzten Joghurtbecher mit Geschmack Kirsch von mir aus dem Kühlschrank geklaut hat? Hm? Das wäre doch mal sehr, sehr interessant, das zu wissen. Das Problem ist nur, wie soll man das machen? Wenn man fragen geht, ist es natürlich keiner gewesen. Und genau dieser Problematik wenden der gute Kai und ich jetzt einfach mal zu, denn wir haben wirklich außergewöhnliche Überwachungskameras, die ich zugegebenermaßen so in dieser Form auch noch nicht gesehen habe, denn sie sind eigentlich auf den ersten Blick als Überwachungskamera nicht wirklich erkennbar. Nee, definitiv nicht. Ich wollte jetzt bloß noch kurz zu deiner Einleitung was sagen. Eigentlich sind wir Kölscher ganz richtig gewesen. Ja, Joghurtbecher mit dem Geschmack Kirsch. Joghurtbecher. Da ist mir der Rheinländer durchgegangen, habt ihr gemerkt. Da fühle ich mich auch wieder zu Hause. Herzlichen Dank, Herr Kollege. Ja, also, Tatsache ist wirklich, wenn man es nicht sieht, dann ist das schon eine ganz tolle Sache. Wir haben Ihnen schon viele, viele Überwachungskameras vorgestellt. Aber was wir Ihnen jetzt vorstellen, da ist noch gar keiner drauf gekommen. Nee. Und als wir das Produkt gesehen haben, haben wir auch gedacht, wie lange hängt das schon da? Das ist so simpel, das ist so genial. Es liegt bei uns auf dem Tisch und es kann nicht nur überwachen, sondern es tut auch noch wirklich seinen Dienst. Das heißt, wenn ich nicht gerade aufnehmen will, kann ich nämlich mit diesem wunderschönen Teil auch noch alles laden, was denn so handelsüblich auf dem Markt unterwegs ist. Sieht aus, und ich drücke es mal etwas naiv formuliert aus, wie ein stinknormales Netzteil. So wie man es wahrscheinlich tausendfach in irgendeiner Schublade, im Keller oder sonst irgendwo in Gebrauch hat oder irgendwo rumfliegen hat. Ein stinknormales Netzteil. Also kein Mensch würde jemals auf die Idee kommen, dass sich darin eine Kamera befindet. Und erst recht nicht, dass diese Kamera sogar noch in HD-Qualität Räume überwachen kann. Gucken Sie sich mal diese Qualität an. Dann ist das nicht irre? Die Installation ist so genial wie einfach. Wenn Sie jetzt in einem Büro zum Beispiel auch mal wissen wollen, sind die Kollegen denn fleißig nachmittags, wenn sie nicht da sind, dann stecken Sie einfach passend auf so einer Steckerleistenhöhe diese Überwachungskamera und das Netzteil ein und können gleichzeitig, und deswegen merkt das auch niemand, SD-Karte hinten rein, natürlich noch jederzeit ein Gerät damit laufen lassen. Und dann merkt es ja noch wesentlich weniger jemand. Und das ist absolut klasse. Also das ist die genialste Überwachungskamera, die ich kenne. Diese 7-Hol-Adapter passen eigentlich in portable CD-Spieler, passen, wie man hier sieht, in Lampen, passen natürlich in, externe Festplatten, all diese Dinge. Überall, wo es nun wirklich überhaupt kein Mensch merkt, definitiv überhaupt keiner. Jetzt guckt ihr, ich gucke gerade mal hier. Selbst, obwohl ich weiß, wo die Kamera ist, muss ich zweimal hinschauen. Da sehen Sie es, zwischen dem Plus und dem Minus. Da ist diese kleine Kameralinse versteckt. Und da achtet nun wirklich kein Mensch drauf. Zumal wir also wirklich auch den SD-Karten-Slot nach hinten rein, also dort, wo die Stecker zu finden sind, platziert haben. Das heißt, die stecken die Karte rein, drehen das gute Stück rum. Auch das sieht wirklich kein Mensch. Und diese Kamera hier, die zeichnet Ihnen Videos in HD-Qualität auf. Schauen Sie sich mal an, wie gestochen scharf das Bild rüberkommt. Und jetzt könnte man dem Kollegen mal sagen, hör mal, um die Zeit, wo wir das jetzt aufgezeichnet haben, hattest du aber eigentlich offiziell keine Pause. Da sitzt du dann da und liest Zeitung hier. Was soll denn das eigentlich? Also die Möglichkeiten des Einsatzes sind unglaublich vielseitig. Im Büro natürlich ein ganz entscheidender Faktor. Im Kinderzimmer, um vielleicht auch mal zu gucken, was treiben die Lütten denn eigentlich, wenn sie mal sich unbeobachtet fühlen. Vom Schlafzimmer will ich gar nicht erst anfangen, oder? Ja, all diese Dinge sind möglich. Und es sieht aus wie ein ganz, besser gesagt, es ist ein Netzteil. Ja. Der absolute Clou dieser Überwachungskamera ist, Sie haben kein Stromproblem mehr. Sie stecken das einfach in die Steckdose und die Stromversorgung ist da. Mit einer HD-Kamera in der Größe, jetzt in einem Netzteil, haben Sie, da bin ich mir sicher, definitiv noch nicht gerechnet. Sie wissen, dass wir viele, viele verrückte Überwachungskameras haben. Ob das ein Schlips ist, eine Baseballkappe, ein Feuerzeug im Stift. Aber in einem Ladenetzteil hätten Sie es auch nicht vermutet, ne? Nee. Wir auch nicht. Und ich bin da gestanden, als das Produkt neu war. Vorletzte Woche habe ich mir das angeguckt und habe mir gedacht, warum sind wir eigentlich noch nicht früher darauf gekommen? Das ist genau der Punkt. Und ich habe mir ehrlich gesagt sämtliche Netzteile in unserer Firma angeschaut, weil ich nicht genau wusste, wie lange hängen die schon da. Und ist das eine Kamera oder ist das wirklich ein stinknormales Netzteil? Ein weiterer Vorteil liegt hier klar auf der Hand. Sie können sich selber überlegen, wann und wie Sie das gute Gerät einschalten. Sie haben entweder die Möglichkeit, das Ganze mittels einer Fernbedienung einzuschalten. So, wenn Sie einfach zwischendurch mal eben sagen möchten, jetzt möchte ich wirklich mal reinklicken, mal gucken, was da gerade passiert. Vielleicht hat es gerappelt oder gerumpelt oder es hat irgendjemand geschrien. Da schalten Sie die Kamera ein und schauen
schauen sich später das Ergebnis an. Aber noch cooler finde ich den Bewegungsmelder, den wir hier drin haben. Das heißt, sobald sich was tut im Raum, springt automatisch die Kamera an und zeichnet das auf, was sich gerade im Raum abspielt. Ganz genau. Eine Minute lang, das reicht meistens. Und Sie haben die Möglichkeit, eben hier eine Speicherkarte bis 32 GB reinzupacken. Also können Sie viel, viel, viel aufnehmen und viel, viel, viel Menschen an diesem Ladenetzteil, Überwachungskamera, Kombi hier vorbeigehen zu lassen, ohne dass es wirklich jemand merkt. Das ist absolut toll und vor allem das Schöne ist ja, es ist ja auch noch ein Nutzen bei dieser Überwachungskamera da. Also alle Adapter, die wir mitliefern, passen sogar meiner Meinung nach, Sie können ja umstellen zwischen 5 und 12 Volt, sogar teilweise noch für Laptops. Da müssen Sie einfach mal gucken, was geht oder was nicht. Ja. Das alles in einem Netzteil. Da hat überhaupt noch kein Mensch dran gedacht, da wird auch kein Mensch dran denken. Nee. Und wenn Sie es nicht verraten, wird das einfach unglaublich, was Sie zu Hause alles zu sehen kriegen, wenn Sie es nachher abspielen. Das alles unter welcher Bestellnummer? Ist die PX8301 und die 569. Und 100 Euro, knapp 100 Euro ist die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Sie wissen, bei Pearl TV gibt es das wesentlich günstiger. Technik, gerade in so ausgefeilter Form, muss nicht immer gleich ein Vermögen kosten. Deswegen bieten wir es Ihnen hier für unter 60 Euro an. Die Einsatzgebiete sind wirklich mannigfaltig und gerade im Schlafzimmer müsste eine Minute Aufnahme reichen, oder? Ja. Kannst aber auch endlos machen, wenn du guten Tag hast. Eine Minute Aufnahme reichen, Carsten. Unser Netzteil mit HD-Kamera. Wir zeigen weitere Spionagekameras. Rücken wir es mal so aus, wo James Bond sicherlich seine helle Freude dran gehabt hätte, aber auch Sie bestimmt Ihren Gefallen dran finden. Und auch die nächste Kamera, die wir Ihnen zeigen, die ist so unauffällig, dass man eigentlich gar nicht vermutet, dass man gerade gefilmt wird, dass man gerade überwacht wird. Jeder schaut drauf und denkt, ja, ist eine Uhrzeit, ist ein kleiner Wecker oder eine kleine Standuhr, die da steht, dass da aber auch gleichzeitig eine Kamera eingebaut ist. Das wissen wirklich die wenigsten. Das wissen vielleicht nur Sie und werden dann wahrscheinlich innerlich in sich hineingrinsen. Da haben wir das gute Stück. Sieht aber auch als Uhr schon richtig schick aus, finde ich. Aber dass da jetzt auch noch eine Kamera drin ist, ist doch wirklich mal ein Hammer. Sag jetzt bloß nicht, dass das super passend fürs Schlafzimmer wäre. Also, ich rede mich sowieso um Kopf und Kragen gerade hier. Das ist eine ganz, ganz, ganz tolle Uhr. Das ist bei uns jetzt oben in der Redaktion. Da hat sicherlich auch niemand gemerkt, wie da hinten jemand sitzt und so ein bisschen nachdenklich in den Rechner guckt. Und naja, dann nimmt man es doch einfach mal auf, mal kurz auf die Uhrzeit gucken. Die ganze Sache dann übrigens auch mit Fernbedienung machen. Jetzt schauen wir mal, das was gar nicht alles hier Portemonnaie, oder? Im Film so passiert. Aha. Schauen wir mal. Der eine ist müde, der andere macht die Kamera an und will jetzt einfach mal wissen, was denn da so passiert. Uhrzeit wird natürlich angezeigt, ganz praktisch. Das ist ja das Schöne, das Unauffällige daran, dass es wirklich aussieht wie ein ganz normaler Wecker oder wie eine ganz normale Uhr mit eben dieser Stellfunktion. Dass du es eben einfach auf den Tisch stellst und fertig. Kein Mensch würde eine Kamera vermuten. Und jetzt passiert was. 40 Grad Blickwinkel, darf man auch nicht vergessen. Und da ist jetzt urplötzlich jemand am PC, der da nicht hingehört. Ja. Würde ich doch mal so sagen, oder? Der Blick, der lässt schon tief blicken hier. Hast du gesehen? Da kann da irgendwas nicht ganz stimmen. Aha! Der Griff ins Portemonnaie. So, und jetzt kommt die gute Kollegin zurück und stellt fest, ups, wo ist mein Portemonnaie? Tja, vielleicht sollte man mal nachgucken. Und damit docke ich dann mit 140 Grad Blickwinkel meine kleine Kamera, meinen Tischuhr an den PC an, lese das aus und weiß ganz genau, wer war's. Richtig. Das ist also wirklich absolut praktisch, auch gerade dann, wenn Sie von mir aus zu Hause vielleicht mal jemanden in Verdacht haben. Vielleicht haben Sie eine Haushaltshilfe oder was und es ist schon mal das ein oder andere weggekommen, ohne da jetzt eine Vorverurteilung in den Raum werfen zu wollen. Aber manchmal hat man eben einfach diese Vermutung. Vielleicht hatten Sie auch Handwerker im Haus oder was, auf einmal ist die goldene Uhr weg. Oder von mir aus fehlen 50 Euro aus dem Portemonnaie oder ein anderer Wertgegenstand. Und wenn es nur ein ideeller Wert ist, ist auf einmal verschwunden und Sie fragen sich, Mensch, wo kann das Ding denn hin sein? Ihre Partnerin hat es nicht weggeräumt, die Kinder waren nicht dran. Irgendjemand muss es gewesen sein. Die Gegenstände kriegen ja keine Beine und laufen aus dem Raum raus. Wenn man so eine Kamera aufstellt, hat man eben mal schnell eine Gewissheit, was ist eigentlich passiert und hat gegebenenfalls, wenn es wirklich hart auf hart kommt, sogar noch ein Beweisvideo, wo du sagen kannst, pass mal auf, mein Freund, so ist das gewesen, du kannst es 100-mal leugnen, ich hab's auf Band. Wenn die Kamera jetzt ein bisschen weiter nach links gedreht gewesen wäre, hätte man das zum Beispiel einschicken können zur Wahl des motiviertesten Mitarbeiters des Jahres. Wenn man da hinten mal sieht, wie der gute Mann da so sitzt und intensiv sich seiner Büroarbeit widmet, ist das schon ganz witzig. Also das sind tolle Dinge. Kann aber auch passieren, dass Sie nach Hause kommen, urplötzlich liegen 200 Euro mehr in Ihrem Geldbeutel. Da kann man auch mal nachgucken, wer so nett war. Also es muss ja nicht immer so negativ sein. Schauen Sie einfach mal nach. Der Bewegungssensor hat übrigens 6 Meter Reichweite. Dann schaltet er automatisch an und Sie können sogar Fotos von der Fernbedienung aus machen mit 5 Megapixel.
Vertragsqualität. Und das ganz einfach per USB dann an Ihren PC übertragen und auslösen. Und wie gesagt, bis 32 GB Speicherkarte passen da rein. Und Sie können es natürlich auch mit Akku laufen lassen. Dann haben Sie mal ganz locker bis zu 6 Stunden Aufzeichnung. Das ist super. Das Ganze ist zu haben mit der PX 8274 und die 569. Auch hier haben wir einen unverbindlichen Verkaufspreis seitens des Herstellers von knapp 100 Euro. Wir bieten sie Ihnen heute für unter 70 Euro an. Klein, kompakt und vor allen Dingen unauffällig. Jeder denkt, es ist eine Tischuhr. Dabei ist sogar noch eine Kamera mit drin, die Ihnen hier in einer brillanten HD-Auflösung tatsächlich Ihre Wohnung, Ihr Objekt oder Ihr Zimmer so in einer Zufriedenstellung überwacht, dass Sie einfach wissen, was ist denn eigentlich passiert. PX 8274 und die 569. Aller guten Dinge sind drei, sagt man. Und deswegen haben wir nochmal einen kleinen, unauffälligen, schwarzen Kasten, den man für alles Mögliche halten könnte. Dass es aber eine Kamera ist, die in gestochen scharfer Qualität fantastische Bilder liefert und genau aufzeichnet, was sich gerade im Raum passiert, da denken wahrscheinlich im ersten Moment die wenigsten dran. Das können Sie in Regal stellen, das können Sie auf Sideboard tun. Vielleicht denkt irgendjemand, das ist ein WLAN-Dongle, irgendwas in der Richtung, wie wir das hier sehen. Not, ja? Türstopper, Buchstütze, naja. Also man kann sich da so einiges vorstellen, aber dass das und vor allem ganz wichtig jetzt eine kabellose HD-Überwachungskamera mit Dreifachsensor und Zeitsteuerung ist, das glaubt Ihnen niemand. Und das ist auch gut so, weil Sie dann einfach diese Dinge, die hier passieren, jederzeit mal aufnehmen können. Sie können die Kamera perfekt auf den Bereich einstellen, den Sie überwacht haben wollen und das alles eben kabellos. Ich denke mal im Urlaub, ne? Du kommst irgendwie in dein Hotel und da heißt es dann, ja, Betten werden jeden Tag gemacht. Und dann kommst du abends in dein Hotelzimmer und das sieht noch schlimmer aus als vormittags, als du aufgestanden bist. Und dann denkst du dir, hallo, kann das denn sein? Ich habe dafür bezahlt. Und dann kann man vielleicht mal der Hotelleitung sagen, Leute, wäre doch mal ganz lieb, wenn vielleicht das, was wir im Preis mitgebucht haben, nämlich saubere Zimmer, auch der Fall wären. Wenn man dafür bezahlt, möchte man die Leistung gerne haben. Toll ist einfach hier mit dem Akku, dass ich es überall hinstellen kann. Hier vorne ist die Kamera drin, hier übrigens der Schlitz für die MicroSD-Karte und hier natürlich an und aus und die Möglichkeiten fotografieren, Bild laufen lassen, alles das ist dabei. Ja. Genial finde ich aber, dass die Kamera ja nicht nur bei Bewegung reagiert, sondern noch zwei andere Möglichkeiten. Auch auf Vibration und auch auf Geräusche reagiert das gute Stück. Das heißt also auch, wenn von mir aus mal, wenn Sie auch so eine Kamera beispielsweise mal ins Auto legen und jemand kommt mal dagegen und stößt mal von mir aus mit dem Hintern dagegen, springt die Kamera automatisch an und zeichnet das Ganze auf. So, und selbst wenn von mir aus draußen mal irgendwas passiert, irgendein lautes Geräusch kommt oder was und so eine Tür knackst du nicht mal eben, ohne irgendein Geräusch zu verursachen, geht auch das tatsächlich direkt in die Kamera rein. Die Kamera erkennt das und wird direkt die Aufnahme starten. Auch hier speichert man gerne bis zu 32 GB auf einer MicroSD-Karte. Da ist reichlich Platz drauf. Da kann man in der Spitze, wenn man das möchte, sogar bis zu, was habe ich mir notiert hier, bis zu 96 Stunden Video aufzeichnen. Je nach Auflösung, natürlich in HD-Auflösung ist das möglich oder natürlich auch mit einer etwas kleineren Auflösung mit 640x360 Pixel reicht natürlich auch. Und auch die Länge der Videos, die Sie aufzeichnen, können Sie völlig frei bestimmen. 10, 15 oder 30 Minuten Intervalle sind ohne weiteres möglich. Genauso wie die endlos Aufzeichnung. Ich kann das ganze gute Stück ja hier mit dem Computer tatsächlich synchronisieren und einstellen, so wie ich das haben möchte. Einfacher geht es ja nicht. Ja. Und natürlich 90 Tage Standby. Das heißt, Sie müssen jeden Tag die Batterien wechseln und, was ich natürlich auch nicht ganz ohne finde, wir haben ein integriertes Mikro. Das bedeutet, Sie kriegen natürlich auch den Ton und noch Datums- und Zeitstempel mit drauf. Das heißt, Sie haben alles drauf, was Sie brauchen. Und sollte der Räuber sich irgendwie komisch äußern, dass er sagt, kenne mich ja gar nicht aus hier, können Sie ihn vielleicht auch über die Stimme nachher rauskriegen. Das alles in dieser kleinen, super kompakten HD-Kabellos-Kamera. Das heißt, Sie können die überall aufstellen, wo Sie wollen. Hier nochmal USB-Anschluss, der Micro-USB zum Laden. Alles das in diesem kleinen, schwarzen Kästchen. Guck dir das mal an hier. Der ist ungefähr so groß wie zwei Feuerzeuge nebeneinander. Oder von mir etwas größer als eine Streichholzschachtel von mir aus. Das ist wirklich so klein, so unauffällig, dass man nicht wirklich eine Kamera vermutet. Das stellen Sie einfach zwischen die Bücher, zwischen eine CD-Sammlung, eine DVD-Sammlung. Von mir aus legen Sie es in die Palme irgendwo rein, richten Sie es vernünftig aus und das gute Stück reagiert eben nicht nur auf Bewegung, sondern auch auf Vibration und auch auf Geräusche. Das heißt, egal was passiert, das kleine Kerlchen wird anspringen und wird Ihnen in HD-Qualität ein fantastisches Bild liefern, sodass Sie einfach wissen, was ist denn eigentlich passiert bei mir zu Hause. Bestellnummer ist die PX 8300 und die 569. Und auch hier reden wir von einem richtig überschaubaren Preis. Knapp 170 Euro, sagt der Hersteller. Bei uns kriegen Sie es für deutlich unter 80. So, jetzt sagen Sie noch, wir hätten keine Überwachungscams, die man sofort sieht. Ob das jetzt, wie am Schluss, die kabellose ist oder in der Mitte unser wunderschöner, kleiner, unsere Tischuhr oder das Genialste,
unser Netzteil, mit dem Sie tatsächlich auch noch aufladen können. Das ist der können. Hammer, ne? Ja. Jetzt liegt es an Ihnen. 0180 51 51 3x die 2 oder im Internet www.pearl.tv. Mhm. Bitte schön, die Bestellhotline ist offen.